Halleluja. Vater, wir wollen dir danken. Heiliger Geist, du bist dir, der der wahre Lehrer ist. Lehre uns heute die Wahrheit, die uns befreien wird aus jeder Lüge der Welt. Und benutze heute, Papa, diese Lehre, Leben zu verändern und geistliche Wachstum zu bringen in deiner Gemeinde. Im Namen Jesus. Amen. So, heute wollen wir, ich habe das hier ausgedruckt, damit ich nicht mehr aufblätter. Ich habe Schwierigkeiten immer gehabt, wenn ich Mikrofon habe und Bibel. So, ich hoffe, dass sehr bald unser Ansteckermikrofon wieder funktioniert, denn habe ich beide Hände frei. Aber ich habe mich heute so gefreut. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Immer wenn der Monat zu Ende geht, da kommt irgendwelche Freude bei Arbeitnehmern. Ist das bei dir auch? Weil am Monatsende kommt etwas auf dem Konto. Und man darf sich freuen. Und wir beschäftigen uns mit Gott dienen. Bitte, egal was wir hier lehren, wir dürfen nicht vergessen, was das größte Ziel ist, Gott zu dienen. Und es ist es, dass Menschen errettet werden. Jesus hat es alles angefangen. In Matthäus 9, 36 bis 38. Er sagte seinen Jüngern, die Ernte ist reif, die Ernte ist viel, aber es sind wenige Arbeiter. Und die Jünger sollen Gott bitten, dass er Arbeiter sendet auf die Ernte. So, unsere Arbeit, unser Gottdienen, unser Mitwirken in der Gemeinde soll dazu führen, dass Menschen errettet wird. So, ich bitte, das dürfen wir, egal was wir predigen, über Gott begegnen, über Preis der Mitarbeiterschaft, das Ziel dürfen wir nicht vor Augen verlieren. Ich will eine Bibelstelle vorlesen, Markus 10, 28 bis 30. Markus Kapitel 10, Vers 28 bis 30. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Erker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder, Schwestern und Mütter und Kinder und Erker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Petrus war ein Geschäftsmann. Er versteht Profit, investieren und profitieren. So, wenn ihr verstanden habt, Petrus hat sein Geschäft verlassen und folgte Jesus nach. Johannes hat mit Jakobus, sie haben ihr Geschäft verlassen und folgte Jesus nach. Matthäus hat seine Arbeit verlassen. So, irgendwann kam Petrus und sagte, hey, Meister, komm, lass uns miteinander Klartext reden, Jesus. Wir haben alles verlassen und folgen dir. Gibt es Belohnung? Und ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn man fragt. Ich denke, wo wir jetzt alle arbeiten, die arbeiten, wir fragen uns, was ist meine Belohnung, bevor ich unterschreibe? Und wer die Belohnung uns nicht passt, unterschreiben wir nicht. Oder verhandeln wir. So, es ist normal. Und Gott ist ein Geschäftsmann. Das haben wir von Gott noch nicht verstanden. Gott
Gott investiert, er hat Jesus investiert und er erntet uns. Und so ist es im Glauben auch. Jesus hat nie gesagt, Petrus, du sollst mal geistlich werden. Petrus, wer bist du überhaupt? Bist du überhaupt Christ oder nicht? Warum denkst du an materielle Dinge? Jesus hat das nicht gesagt. Jesus hat geantwortet. Ja, Petrus, du hast Geschäft verlassen. Ja, du hast Frau verlassen. Du hast Kind verlassen. Du hast Mama, Papa verlassen. Du hast deine Arbeitsstelle verlassen und mir nachgefolgt. Aber ich sage dir, du gewinnst 100% zurück. Auf dieser Erde, das war sehr wichtig. In Verfolgungen, das liebe ich. Matthäus Evangelium hat Verfolgung nicht gebracht. Markus hat das gebracht, mit Verfolgungen. Hör mal zu, Verfolgung ist nicht schlimm. Wenn wir Verfolgung hören, wir denken, es ist negativ. Verfolgung für einen Menschen, der geistlich ist, ist wunderbar. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es John Wesley ist. Ich denke, es ist John Wesley. Einmal kam er nach Hause und sagte, Gott, was ist los mit mir? Diese Woche habe ich keine Verfolgung erlebt. Etwas stimmt nicht, Gott. Weil das heißt, ich bin ein Partner mit Satan. Das heißt, wie ich lebe, gefällt Satan. Das ist eine Theorie. Wenn ein Christ keine Verfolgung erlebt, das heißt, sein Lebensstil gefällt Satan. Aber sobald du ein Lebensstil führst, das Satan nicht gefällt, er bekämpft dich. Amen. So, aber lass uns nicht über Verfolgung reden. Verfolgung bringt Wachstum. Verfolgung bringt Stärke. Die Jünger haben vor Freude gejubelt, sind hochgesprungen vor Freude, weil sie für Jesus leiden durften. Kann man das verstehen? So, lass uns bei der Seite legen. Aber Jesus sagte, wer mir folgt, wer alles auch weggibst wegen mir, wird auf dieser Erde hundertfältig zurückgewinnen und ewiges Leben im Himmel. Wir wollen uns heute damit beschäftigen. Was sind die Belohnungen, wenn wir Gott dienen? Niemand arbeitet umsonst, es sei denn, du bist, wie nennt man das, im Verein, Ehrenarbeiter. Aber Leute, die Ehrenarbeit machen, sie haben andere Einkommen. Wir alle arbeiten dafür und wir haben die Erwartung. Darum, wenn es regnet, nehmen wir unser Fahrrad und wir fahren zur Arbeit. Und wir freuen uns auf das Ende des Monats. Und wir haben Vertrauen, dass dieser Chef, diese Arbeit, diese Firma uns bezahlen wird. Wir haben Vertrauen. Weißt du, heute ist es mir aufgefallen, die Leute, die wir Ungläubige nennen, sie sind Ungläubige, weil sie nicht an Jesus glauben, aber sie glauben an etwas. Zum Beispiel, ich glaube daran, dass mein Chef am Ende des Monats mir mein Gehalt geben wird. Ich muss daran glauben, ansonsten werde ich nicht arbeiten. Ich habe Vertrauen, kann man verstehen. Und darum arbeite ich. Erster Tag des Monats und 29. Tada, erscheint es. Und dann gehe ich nächsten Monat wieder. Es gibt aber andere Geschäfte, wo du zuerst bezahlen musst, bevor die Ware zu dir nach Hause geschickt wird. Kennt man sowas? Wenn ich jetzt bei Amazon was bestelle, ich muss jetzt mal durch meine Kreditkarte bezahlen und dass die Zahlung kommt bei denen an, dann schicken sie es an. Das heißt, sie arbeiten ohne Glaube. Sie arbeiten mit Beweis. Und im Glauben auch, im Dienst des Herrn, Gott will, dass wir wissen, er ist ein Belohner. In
in Hebräerbrief haben wir gelesen, dass wer zu Gott kommt, muss zuerst glauben, dass er lebt. Und er belohnt, die ihn wahrhaftig suchen. Ich will dir heute sagen, besonders alle, die schon Gott dienen und alle, die dabei sind, einzusteigen, Gott belohnt. Haben wir bei den Jüngern gesehen. Ich will kurz etwas noch, das hat mir gefallen. In Offenbarung 21 konnt ihr zu Hause lesen, Offenbarung Kapitel 21, da hat die Bibel uns neues Jerusalem gezeigt mit ihrer Herrlichkeit. Und das war etwas, was mich interessiert hat, in Vers 14, Offenbarung 21. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine. Und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Die Mauer Jerusalem, himmlische Jerusalem, wenn Jesus kommt zu regieren, diese Mauer hat 12 Grundsteine. Und in ihnen steht Petrus, Johannes, Jakobus. Warum? Weil Gott niemals deine Arbeit vergisst. Gott vergisst niemals deine Arbeit. Sie haben zwar alles verlassen, ich muss euch sagen. Paulus sagte, wegen des Evangeliums hat er gar nicht geheiratet. Großer Preis. Vielleicht irgendwann behandeln wir, was sind die Preise der Mitarbeiterschaft? Welcher Preis muss ich bezahlen? Damit wollen wir uns heute nicht beschäftigen, aber egal was der Preis sein muss, egal welche Investition die du machen musst, die Bibel versucht uns zu sagen, es lohnt sich. Ich habe gesehen, es gibt zwei Arme, diese Belohnung hat zwei Arme. Eine globale Belohnung oder globale Gewinn und persönliches Gewinn, wenn wir Gott dienen. Unser Dienst des Herrn bewirkt ein globales Gewinn und ein persönliches Gewinn. Und für mich, ich fange mit globalem Gewinn an, in Apostelgeschichte Kapitel 6, Vers 7, wo die erste Mitarbeiterschaft eingesetzt wurde in der Gemeinde, da passierte etwas, nachdem diese Leute angefangen haben, ihre Arbeit zu tun. In Vers 7 steht Folgendes: Nachdem diese Leute, Stephanus, Philippus, Prokulus und der alles gearbeitet haben, sagt mir die Bibel, Vers 7, Apostelgeschichte Kapitel 6, und das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Und auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Das ist globaler Gewinn. Wenn ich Gott diene, Gott wird meinen Dienst gebrauchen, damit Menschen errettet wird. Das ist das Ziel. Wenn ich Gott diene, wenn jeder seine Rolle spielt in der Gemeinde und das Wort Gottes breitet sich und das Wort Gottes findet Platz, es wird automatisch Vermehrung stattfinden. Menschen werden sich erretten lassen. Menschen werden sich bekehren. Es wird massive Bekehrungen geben von Seelen. Und das ist der globale. Dein Kaffee kochen in der Gemeinde kann das bewirken, dass jemand hier kommt und trinkt diesen Kaffee und wurde von Gott berührt durch Kaffee. Und kam nächsten Sonntag, kam wieder Kaffee. Und kam nächsten Sonntag und irgendwann hat er sich entschieden, ich werde diesen Jesus probieren. Und er nimmt Jesus auf und geht nach Hause und erzählt seinen Bruder, ich bin Christ geworden. Und sein Bruder kommt, trinkt doch Kaffee. Oder sein Bruder kam und Lobpreis hat ihm gefallen. Und er mag, wie dein Bruder tanzt. Und er kommt wegen dieser Tanzen. Und irgendwann ist das Wort angekommen, bekehren lassen. So geht es von einem Mensch durch Kaffee, können wir
tausend von Leuten haben. Keine Arbeit im Hause Gottes ist zu wenig. Wenn deine Arbeit ist es, Leute Jacke wegzunehmen und aufzuhängen, das allein kann Menschen berühren und sie freuen sich. Sie kommen und sie freuen sich schon. Es gibt einen Bruder oder eine Schwester, die mir meine Jacke annehmen wird. Und sie freuen sich und sie lieben es, wie du die Jacke wegnimmst. Und aufgrund dieser Begrüßung, dann können sie sich in Ruhe hinsetzen und das Wort Gottes kommt rein. Und sie sagen, hey, komm, ich kenne einen Ort, wo du dich zu Hause fühlen wirst. Kann man verstehen. So globalen Gewinn ist Seele bekehren. Denn es gibt einen persönlichen Gewinn, was auch geistlich ist, das gefällt mir. 1. Timotheus 3, 13. Hier hat Paulus die Timotheus erzählt, wie er mitdienen darf, die Qualifikationen vom Dienst. Aber er sagt weiter in Vers 13, ich werde euch ermutigen, Vers 1 bis 13 zu lesen. Aber in Vers 13 sagte er, denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Wenn sie ihren Dienst gut tun, sie erwerben sich. Amen. So, wenn du Gott dienst, du erwerbst dich. Weil so manchmal denken wir helfen nur dem Pastor. Ich helfe nur den Gemeinde. Du hilfst dir selber. Du erwerbst dich eine gute Stufe. Du gehst höher. Stufe ist da, eine andere Stufe. Eine andere Stufe. Ich muss klar sagen, seit 1991, als ich mich entschieden habe oder als ich die Gelegenheit bekommen habe, in unserer Gemeinde mitzuwirken, da sehe ich selber, wie mein Glauben hochgeht. Ich fing an, ein Mensch der Verantwortung zu sein. Und das hat mir sehr geholfen. Ich kann es mir nicht vorstellen, irgendwo zu gehen, ohne Gott zu dienen in einer Gemeinde. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist unmöglich. Weil passiv sein, dann sterbe ich. So, wenn wir dienen, wir erwerben uns etwas. Ja, andere profitieren davon, aber ich mache das für mich. So, es gibt dieses persönliche Gewinn auch. Nun, wollen wir weiter lesen? Ich will diese Geschichte lesen oder diese Bibelstelle. Und es hat mich, ich weiß nicht, ob ich derjenige bin, der hier redet, in Malachi 3, 13 bis 18. Aber es ist eine wahre, eine, das hört man oft. Manchmal sogar sieht man das bei den Mitarbeitern. Malachi 3, 13 bis 18. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nutzt es uns, seine Ordnung zu halten und von dem Herrn der Herrscher im Trauer einherzugehen? Kann man es in Trauer sehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht. Und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Lass uns stoppen. Manchmal versucht Satan, mir zu sagen, wie dumm ich bin. Wie klug ich sein konnte, wenn ich mal an mich denke. Du schaust dein Leben, du siehst deine Investitionen der Mitarbeiterschaft und du siehst die andere. Satan wird dir immer Leute zeigen, die nicht machen.
und werde versuchen zu sagen, wie doof du bist. Du siehst die andere. Er zeigt dir alles, was du verlierst. Und schau mal die anderen. Denen geht's gut. Sie haben viel Zeit für sich. Sie können Fußball spielen. Sie können das machen und das machen und das machen und das machen. Und du? Gemeinde, Gemeinde, Gemeinde. Was bringt es dir? Verstehst du mich? Unter dem wirst du von Menschen beleidigt. Und manchmal fragst du dich, was bringt es mir? Aber die Bibel sagt, Gott hört es. Ich lese weiter, Vers 5, Vers 13, sorry, 16. Da besprachen sie die miteinander, welche den Herrn fürchten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Warte mal. Es gibt ein Gedenkbuch. Gott dokumentiert alles. Hello? Alles, was wir sagen. Gott dokumentiert alles. Ich muss euch die Wahrheit sagen. Ich habe diese Gedanke schon mal gepflegt, wie mein Leben schön sein wird, wenn ich nur an mich denke und meine Familie. Nur an mich. Ich komme Sonntag 10 Uhr, wie alle anderen Leute. Verstehen Sie mich? Und nach dem Gottesdienst Kaffee trinken, gehe nach Hause. Und wenn ich Dienstag Zeit habe, komme ich. Wenn ich keine Zeit habe, bleib zu Hause. Halleluja. Ich habe das gut überlegt. Aber es kann nicht sein. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht machen. Das ist nicht mein Leben. Die Sache ist, Satan gab mir diese Gedanke. Satan schenkt dir einen Gedanke und später greift er dich an, dass du Böses denkst. Verstehst du mich? Er gibt dir einen Gedanke und er greift dich an und du nennst dich Christ und du denkst sowas. Es ist Satan. Manchmal, hör mal zu, manchmal kommt Frustration, weil du denkst, Dinge funktionieren nicht. Und du siehst die anderen, die nicht tun, und bei denen funktioniert es. Und du fragst dich, lohnt es sich überhaupt noch? Das ist Satan. Er versucht dich zu frustrieren. Aber die Bibel sagt, Gott sieht es. Und Gott hört es. Auch wenn du nicht raussprichst, er hört deine Gedanken. Und ich weiß, manche Reaktionen in den Gemeinde Gottes ist aufgrund dieser Druck, die wir spüren vom Satan. Weil du quälst dich durch die Arbeit und da kam jemand und spricht dich an ohne Respekt. Und dann puff, explodierst du. Das ist Satan. Aber ich habe ein Wort heute. In Vers 17 sagt, und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Liebe, Gott bereitet einen Tag. Amen. Gott weiß, er hat einen Tag, wo ich arbeite, in einem bestimmten Tag, Datum, wird das Geld überwiesen. Okay, ich habe Glück, meine Bank ist die gleiche Bank, die Firma benutzt. So das Geld kommt am gleichen Tag. Tada! Verstehen Sie mich? Aber andere Leute, die Sparkasse benutzen, es dauert 2 Tage, bevor das reinkommt. Es gibt einen bestimmten Tag, wo die Finanzabteilung seiner Firma das Geld überweist. Liebe, Gott hat einen Tag bereitet. Das Problem ist, wir kennen diesen Tag nicht. Verstehst du mich? Und oft sind wir kurz davor weggefallen. Oft sind wir kurz davor entmutigt worden. Oft sind wir kurz davor, haben wir aufgegeben. Aber Gott sagt,
Er wird uns als sein auserwähltes Eigentum behandeln. An dem Tag, den er bereitet hat. Es gibt einen Tag der Belohnung. Es gibt einen Tag der Belohnung. Es gibt einen Tag der Belohnung. Der Pastor weiß das nicht. Die Gemeinde weiß das nicht. Niemand weiß es, nur Gott weiß es. Darum hat die Bibel gesagt im Hebräerbrief, dass wenn wir bis zum Ende dabei bleiben, werden wir Belohnung bekommen. Der weiter. Und ich will sie verschonen. Teil der Belohnung ist, Gott wird anfangen, seine Leute zu verschonen. Was heißt zu verschonen? Gibt es ein anderes Wort? Verschonen. Welches anderes Wort gibt es? Verschonen von etwas, oder? Nochmal bitte. Behüten. Nochmal bitte. Bewahren. Halleluja. Gott hört es. Und es gibt einen Tag, der bereitet hat. Und er wird dich bewahren. Ich fahre mein Fahrrad. In meiner Dummheit habe ich nicht recht geguckt. Und ein LKW, kennt ihr LKW, hielt nur ein Hautdun bei mir. Ich war geschockt. Ich konnte nicht, als der LKW sah, ich habe gebremst. Ich war geschockt. Ich weiß nicht, warum ich gebremst habe. Schwester, da muss der Gott da gearbeitet haben. Ich bin einfach weitergefahren. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur weitergefahren, nur Gott gedankt. Wenn du weißt, wie oft Gott mich und dich bewahrt hast. Gott liebt deine Arbeit. Und weil er deine Arbeit liebt, er wird alles tun, damit du weiter für ihn arbeitest. Ich weiß nicht, hat der Kunde, es gibt Döner Kebab, es gibt einen Laden, wo ich immer gehe, Döner Kebab zu kaufen. Weil sie behandeln mich da gut. Ich bekomme viel Fleisch. So, ich gehe immer dorthin. Verstehst du mich? So, wenn du Gott dienst und dieser Dienst gefällt ihm, er wird dich bewahren. Weil er will diesen Dienst weiter haben. Es macht ihm Freude. Aber wenn du ihm nicht dienst, er bewahrt nur die ihm dienen. Es tut mir leid, ich will nichts anderes sagen. So, eine der Belohnungen ist Bewahrung. Und ich sehe in dieser Gemeinde, und sowohl, wo auch immer wir Gott dienen, Gott wird anfangen, uns zu bewahren, wie mehr als wir uns hier vorstellen können. Dann sagt er wieder, okay, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Vers 18, dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen den Gerechten und dem Gesetzlosen. Gott, hör mal, was ich hier heute spreche, es ist ein prophetisches Wort. Wir haben das vor ein paar Samstag bei der Gebet zur zweiten Woche gebetet. Gott ist bereit, Unterschied zu zeigen. Es wird klar sein, dass okay, alle, die Gott dienen, man sieht es in ihrem Leben. Und die Gott nicht dienen, man sieht es. Und was ich sage nicht komisch, Gott vergleicht Gerechten mit Dienen und Gesetzlosen mit Nichtdienen. Ich lese nochmal. Da werdet ihr sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen. Zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Die Bibel sagt, wer Gutes zu tun weiß und es nicht tut, es ist ihm eine Sünde. Hat sie mal schon gelesen? So, wenn ich weiß, dass etwas getan werden soll und ich tue es nicht, ich bin gesetzlos geworden. So, bitte, sei nicht überrascht, wenn du jeden Sonntag Zeugnis hast zu erzählen.
Sei nicht, schäme dich nicht, wenn bei dir viele Dinge passieren, viele Gebetserhörungen, viele Dinge. Schäme dich nicht. Gott ist bereit, den Unterschied zu zeigen. Die Zeiten, wo Leute Mitleid mit Diener, ist vorbei. Jetzt werden sie uns beneidigen. Bis jetzt haben sie Mitleid mit uns. Ah, du Armer. Ah, du musst mal früh kommen. Ah, du Armer. Aber jetzt, sie werden sagen, ich will haben, was du hast. Du sagst, du willst haben, dann kommen 6 Uhr früh. Tue, was ich tue. Gott ist bereit. Und in dieser Gemeinde und überall, wo Menschen Gott mit ihrem Herzen dienen. Wir beschäftigen uns damit, dass Gott belohnt. Okay? Johannes und Jeremia, das gefällt mir auch in Jeremia. 31, 16 bis 17. Jeremia 31, 16 bis 17. So spricht der Herr, harte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen von Tränen. Denn es gibt noch einen Lohn für deine Mühe, spricht der Herr der Herrscharen. Halleluja. Bitte, lasst uns niemals, niemals beschweren der Arbeit Gottes. Egal was der Zustand, während du Gott dienst, bitte. Es gibt immer einen Lohn für seine Mühe. Lasst uns die Arbeit mit Freude machen. Es gibt immer einen Lohn. Murren kann unsere Arbeit kaputt machen. So, aufhöre mit Weinen. Aufhöre mit Beschwerden. Tue, was du tun kannst. Halleluja. Tue es und vertraue Gott. Und Gott, der belohnt, er wird aufkreuzen. Wir gucken noch eine andere Bibelstelle. Das ist ja gut. Johannes 12, 26. Johannes 12, 26. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Halleluja. So, lasst uns mal Deutsch sprechen. Versteht ihr Deutsch? Okay. Wenn jemand mir dienen will, so folge mir nach. Das heißt, wer Jesus dient, folgt ihm nach. Petrus, alle sind ihm nachgefolgt. So, wenn jemand mir nicht dienen will, so folgt er mir nicht nach. Ich versuche, auf Deutsch zu reden hier. Ich will von Anfang wieder. Wenn jemand mir nicht dienen will, so folgt er mir nicht nach. Und wo ich bin, da soll er auch nicht sein. Und wer mir nicht dient, mein Vater wird ihn nicht ehren. So einfach wie ABC. So, wenn du da sein willst, ich sage das so. So, wenn wir Gott dienen, wir folgen ihm. Und automatisch sind wir da, wo er ist. Nur die Diener sind da, wo Gott ist. So, ich will uns ermutigen. Gott bringt uns zu einem Punkt. Lasst uns ihm weiter folgen. Er bringt uns dort, wo er ist. Was er erlebt hat, werden wir erleben. Was er gehabt hat, werden wir haben. Was er spürt, werden wir spüren. Was er sieht, werden wir sehen. Hör mal zu, ihr seid alle hier, weil ich hier bin. Und ihr seht, wie wunderbar und hübsch und elegant ich bin. Die Leute, die nicht da sind, können das nicht sehen. Sie haben viel verpasst. Was im Video sehe, ist zweite Hand. Nicht gut beleuchtet. Aber ihr seid da. So, es gibt Dinge, die wir sehen können oder die wir nur sehen werden können, wenn wir da sind, wo Jesus ist. Kleine Kinder,
Du zeigst ein Kind, das Kind sieht das nicht. Du musst das Kind hochtragen, damit der Kopf des Kindes zu deinem Kopf kommt, oder? Dann kann das Kind sehen, was du siehst. So Jesus bringt uns dorthin, wo er ist. Und er lässt uns sehen, was er sieht. Er lässt uns spüren, was er spürt. Er lässt unsere Herzen so schlagen, wie sein Herz schlägt. Und das ist genau ein Herz eines Dieners. Ein Herz eines Dieners schlägt nach Seele. Seele, 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 Errettung, Seele, Errettung, Seele, Errettung. Ein Herz eines Dieners schlägt nach Seele. Egal, was du ihm tust, was du ihm sagst, es stört dich nicht, ihn nicht. Er will, dass Seele errettet werden. Aber wenn dein Herz immer schlägt, mir, mich, mich, mir, meine, mich, dann bist du nicht kein Diener. Halleluja. Und Jesus wird dich ehren. Keine Gemeinde kann dich ehren. Die Ehre einer Gemeinde ist nur vorübergehend. Aber die Ehre vom Himmel, vom Papa. So, welche Belohnung bekommen wir? Eine göttliche Ehre. Ich kann es nicht erklären, wie das sein wird, aber es wird kommen. So lasst uns nicht müde sein. Lasst uns weiter dienen. Kolosser gefällt mir auch. 23, Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3, Vers 23 und 24. Und alles, was ihr tut, das tut vom Herzen. Als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Was wir einfach wissen, ich weiß, Heiliger Geist wird euch weiter erklären, es gibt eine Belohnung. Es gibt eine Belohnung. 94, als ich noch mein Praktikum gemacht habe, 94 März. Und da war ich wollte in 3 Wochen nach Nigeria fliegen und ich brauchte Geld. Man braucht noch mehr ein paar Geld und ich habe ein paar Wochen nicht gearbeitet. Und ich saß in der Straßenbahn und da sprach mich ein Mensch an aus Mongolia und er sagte, Gott ist gut. Und er sagte, willst du in einer Woche 3000 Deutschmark verdienen? Da ging meine Haare hoch. Wie? Okay, der Morgen, 4 Uhr, Bahnhof. Glaub mir, willst du in einer Woche 3000 Deutschmark verdienen? Der Morgen, 4 Uhr, am Bahnhof. Und ich bin gegangen. Ich kenne ihn nicht. Mit meiner Jeansjacke und wir sind nach Baden-Württemberg gefahren. Hör mal zu. Da ich nicht gestorben bin, 94, ich kann nicht mehr sterben. Wir sind gegangen, es war ein Holzhaus, die wir schleifen mussten. Wir haben ein paar Häuser bekommen und es ist egal, wie lange, es ist ein Problem, wie lange wir das machen. So, wir kamen, ich weiß nicht, aber wir arbeiten 7 bis 22 Uhr in der Nacht. Boah, schleifen. Die ersten 2 Nächte, ich habe auf der Baustelle übernachtet. Ich habe nicht geschlafen. Nicht geschlafen. Ich habe gezittert. In Bayern, in da unten, Jeansjacke. Den dritten Nacht habe ich jemanden Fahrrad fahren gesehen und ich sagte, diese Mädchen sieht wie ein Studenten aus und wir sind ihr nachgelaufen, weil ich glaube, sie ist eine Studentin. So, sie fährt zum Wohnheim und tatsächlich, es war so, sie ist zum Wohnheim gefahren und wir sind gegangen und es gab diesen Sportraum im Wohnheim. Sportraum ist immer offen und zur Heizung. Ach, genau so wie meine Schwester neben Heizung saß, so saß ich neben Heizung. Und die Nacht, so, ich habe den Ort erkannt, wir sind zur Arbeit gegangen. Und um 10 Uhr sind wir wieder gekommen, reingeschlichen. Und ich habe mich genau neben Heizung hingelegt. Aber um 1 Uhr ist Heizung aus. Diese automatische Heizung, oh. Ich will euch sagen, das Geld hat mich getrieben. Und ich habe das Geld verdient. Gott, Halleluja, das Geld kam.
Ich habe das geschafft in einer Woche. Aber ich habe dafür, ich habe richtig abgenommen. Aber ich habe es bekommen. Und ich konnte nach Nigeria fliegen mit viel Geld. Ich habe dadurch damit ein Auto gekauft, zweite Hand. 1000 Deutschmark Auto. Wenn wir wissen, was wir zu gewinnen haben bei Gott, wenn wir alles hinschmeißen, wir wissen nicht. Wenn wir wissen würden, was Gott zurückgeben wird, wir werden alles hinschmeißen. Paulus sagt, ich hatte alles für Dreck, was ich verdient habe, für das Evangelium. Und heute, überall, wo wir Evangelium predigen, wir nennen seinen Namen. Es gibt einen Lohn. Es gibt Dinge, die nur Diener bekommen werden. Es gibt. Gott wird unfair sein, wenn er mir das gibt, was er Paulus gibt. Vergleich mal, was wir gemacht haben. Es geht nicht. Wenn er mir das gibt, was er jemandem gibt, der nichts macht. Nee. Gott belohnt. Und es soll eine Ermutigung für uns sein und eine Herausforderung für uns sein. Bitte, werde nicht müde, suche danach weiter. Es lohnt sich, Gott zu dienen. Hör mal zu. Egal, was wir jetzt erfahren, das Wort Gottes kann nicht lügen. Ich habe nur Bibelstellen rausgebracht. Wir schauen es und wir sage es raus, und so wie ich das raussage, so wird es in unserem Leben geschehen, dass wir zurückschauen werden und sagen, Papa, danke für das Privileg, dir dienen zu dürfen. Und Menschen werden zu uns kommen und anfangen uns zu beneidigen, nicht mehr Mitleid. Nein, nicht mehr Mitleid. Sie werden uns beneidigen, weil sie sehen, was Gott in unserem Leben tut. 2. Mose 23, 25 bis 28. Ich muss es mal noch betonen, als Mose vor Pharao stand, Folgendes hat er ihm gesagt: Lass, so spricht der Herr der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Lese nochmal. Lass mein Volk ziehen 3 Tage in der Wüste, damit sie mir dienen. Das ist es. Es sind Menschen, die Gott gedient haben, und durch ihren Dienst sind wir zum Glauben gekommen. Stimmt es? So sollen andere Leute auch zum Glauben kommen durch unseren Dienst, bis Jesus kommt. So, nun sagt Gott durch Mose, Kapitel 23, 2. Mose, Vers 25 bis 28, und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Hör mal zu. Gott wird dein Brot und dein Wasser segnen. Nicht Hähnchenkeule, nicht Salat. Brot und Wasser klingt wie arme Menschen es Speise. Aber wenn du Brot und Wasser isst, ein gesegnetes Brot und Wasser, es ist besser als die 1000 Euro Speise in Adler Hotel. Wer weiß das? Der Segen Gottes. Ja, menschlich gesehen, man hat nicht so viel Zeit. Ich habe keine Zeit mehr für andere Dinge. Ich habe keine Zeit. Ich kann nicht. Ich habe nur meine Familie, die Gemeinde, und ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Aber die kleine Zeit, ich habe zu schlafen.
Ich bin gesund, dass viele Leute die 10 Stunden schlafen jeden Tag. Eine Stunde Schlaf mit Gottes Segen ist besser als 10 Stunden schlafen mit viel Quälerei. Äußerlich wird es so sein, als ob du Brot und Wasser speist. Aber der Segen Gottes mag das. Schau mal, was hat Daniel gegessen in Babylonien? Sie haben nur Gemüse gegessen, 10 Tage lang. Und sie sahen besser aus als die anderen. Warum? Der Segen Gottes. So, wenn wir Gott dienen, Gottes Segen kommt. Nur 15 Minuten mit deinem Kind, mit Gottes Segen, es ist herrlicher als 10 Stunden mit deinem Kind auf dem Spielplatz. Menschlich gesehen, es sieht so aus, als ob du keine Zeit mehr hast. Du hast kein Geld mehr. Du hast das nicht mehr. Ja, wir haben es Gott gegeben. Aber den Kleinen, was wir noch haben, die segnet es. Und es ist mehr in Früchte. So, die Bibel sagt, ich werde euer Brot und Wasser segnen und ich will Krankheit aus eurer Mitte hinwegnehmen. Eine wahre Geschichte. Ein Ehepaar, unfruchtbar. Und sie haben Predigt so gehört, dass wenn wir Gott dienen, es gibt Heilung versprochen zum Dienen. Und bei dieser jährlichen Konferenz bei meinem Mentor, da kommen mehr als 100.000 Leute. Sie haben sich gemeldet zum Dienen und man hat, dieser Mann ist ein Bankmanager. Und man hat ihm bei Toilettendienst zugeteilt. Und wie sie Toilettendienst da machen ist, du siehst da vorne, wenn man reingeht und rauskommt, du gehst wieder rein, mach sauber. Ich war schon mal da. Seine Frau, irgendwo Toilettendienst, er Toilettendienst, die ganze Woche. Sie waren nicht im Saal, Konferenzsaal, sie waren nicht da. Verstehst du mich? Sie waren nicht Konferenzsaal. Sie waren jeden Tag auf Toilette sauber machen. Den Monat hat die Frau, Kind, schwanger, wurde schwanger. Es gibt Zeugnisse, wo Menschen sich Gott hingeben und Gott gibt sich zurück. Krankheit darf uns nicht hindern. Ich liebe es zu sagen und ich weiß, Satan freut sich nicht, wenn ich das sage. Aber sobald ich weiß, was Satan nicht freut, ich liebe es zu tun. Weil je mehr ich das sage, er bekommt Kopfschmerzen. Diese Gemeinde ist jetzt 13 Jahre. Irgendwann wurde es gesagt, Pascal kann nicht kommen, er ist krank. Es ist noch nicht und es wird nicht passieren. Wisst ihr warum? Weil Gott liebt es, wenn er mich hier sieht. Er liebt es. Er macht den Spaß, mich hier zu sehen. So, er wird alles zu mir hier zu bringen. Es gab Zeiten, wo Sonntag 4 Uhr früh, ich habe die Gedanken gepflegt, vielleicht muss ich heute mal aufhören, ich kann nicht, weil es ging schlecht. Es gab Zeiten. Aber bis um 7, 6, da kommt Energie. Warum? Gott genießt mein Tanzen. Hast du mich mal tanzen gesehen? Du sagst mal, Gott genießt es, so ist Tanzen nicht für dich. Ich weiß, es genießt es, so ich gebe es ihm. Und er sagt, ja, junger Mann, es gefällt mir, ich sehe das nächste Sonntag. Ja, wohl, ja. Und da kommt Kopfschmerzen, Gott sagt, Kopfschmerzen, weg! Ich will meinen Sohn tanzen sehen, du willst ihn stören. Liebe, wenn wir Gott dienen, Gott wird alles tun, uns im Dienst zu finden. Krankheit wird nicht erlauben. Er wird Krankheit nicht erlauben. Und er sagt weiter, er soll keine Fehlgebärende oder Unfruchtbare in deinem Land sein. Ich will die Zahl deiner Tage voll machen. Keiner stirbt jung. Keiner stirbt jung. Mose war so alt, sogar in seinem Alter, seine Augen waren noch scharf. Er hatte keine Brille gebrauchen müssen. Er konnte das vom Berg, das Land sehen. Kaleb sagte, jetzt bin ich 80, aber die Kraft, die ich habe, ist noch, wie ich 40 war. Und Abraham war alt und gut betagt. Und Gott hat ihn in allem gesegnet.
So, Gott zu dienen, ich glaube daran. Darum, wenn ich tanze, ich versuche mit all meinen Körperteilen zu tanzen, damit alle noch lebendig bleibt. Weißt du, das, so das bin ich. So, diese Hand muss für Gott nutzbar sein. Diese Ellbogen für Gott, diese Hüfte für Gott, alles für Gott. So, wenn ich tanze, so ich mache das für Gott. Ich habe mal Gott gefragt, wie kann ich mit meiner Uhr tanzen? Weil ich konnte meine Uhr nicht dicken. Ich konnte die Nase, aber die Uhr, ich konnte es nicht. So, ich habe eine Tasse gemacht. Hör mal zu, was ich einfach sagen will ist, wenn wir uns hingeben, Gott gibt sich hin. Und Gott verspricht Heilung. Und alle, die in dieser Gemeinde dienen, es ist illegal, dass Krankheit auf dich kommt. Es ist illegal, das lehnen wir ab. Gott verspricht Heilung. Lass uns dabei glauben. Lass uns Gott sagen, Gott, ich diene dir. Ich will diese Krankheit nicht. Gott, ich diene dir. Gott, ich diene dir. Es kann nicht passieren. Satan, ich bin ein Diener Gottes. Und es steht in 2. Mose, Kapitel 23, Vers 25 bis 28. Weil ich ihm diene, Krankheit darf nicht kommen. Im Namen Jesu verschwinde. Satan wird versuchen, dir Dinge zu geben, die dir nicht gehört. Aber wenn du nicht weißt, was dazu steht, du erlaubst es. Darum sind wir hier. Stell mal vor, mein Chef kommt jetzt und sagt, Pascal, wir haben uns anders überlegt. Wir geben dir kein Gehalt diesen Monat. Würde ich sagen, okay. Würde ich das sagen? Ich würde schon an Arbeitsgericht denken. Das heißt Arbeitsgericht, ja. Weil es mir zusteht. Ich habe einen Vertrag. Bibel ist unser Vertrag. Sobald du anfängst zu dienen, Gott hat unterschrieben. Heilung, Ehre, Bewahrung, Halleluja. Kennt ihr die Geschichte von Daniel? Daniel wurde in Löwengrube reingeschmissen. Und der König kam am nächsten Tag und sagt, Daniel, der Gott, dem du dienst, ist er fähig, dich zu erretten? Und dann sagt, der König lebe für ewig. Ja, der Gott, dem ich diene, hat seine Engel gesandt. Und die Löwen haben mich nicht berührt. Schadrach, Meshach und Abednego. Der König hat einen Götzen organisiert und sagte, jeder sollte diesen Götzen anbeten. Aber diese drei Jungs sagten, wir machen das nicht. Und es gab eine Strafe. Wer sich nicht beugt, wird ins Feuer hineingeworfen. Und diese drei Jungs sagten, König, wir werden kein Protokoll folgen, dir Antwort zu geben. Der Gott, dem wir dienen, er ist fähig, uns aus deinem Feuer zu erretten. Der Gott, nicht dem wir singen, nicht dem, von dem wir reden, dem wir dienen. Gott spielt nicht mit seinen Dienern. Und Gott ist bereit zu beweisen in dieser Gemeinde. Darum, alle, die hier dienen, so wie wir das gelesen haben und die anderen, die wir nicht gelesen haben, alle Belohnungen, die im Wort Gottes stehen, offenbaren sich in jedem Leben des Diener Gottes in dieser Gemeinde im Namen Jesus. Heiraten, Hochzeiten sollen stattfinden, Arbeitsstelle, Heilungen, finanzielle Segen, Versöhnungen, geistlicher Wachstum und Wachstum in Mitgliedzahl sollen stattfinden im Namen Jesus. Keiner wird es bedauern, Gott in dieser Gemeinde zu dienen. So, ich will, dass wir uns freuen. Dass wir uns freuen. Ich weiß nicht, ob mein Chef dieses Video hört. Zur Ehre Gottes. Bis jetzt hat man immer Weihnachtsgeld bekommen. So, man freut sich immer,
man weiß es, verstehst du mich? So, es gibt etwas, was motiviert. Bitte lass das dich auch motivieren. Du darfst an Belohnung schauen. Es ist nicht ungeistlich. Ich weiß, wir sollen aus Liebe Gott dienen, das stimmt. Das stimmt. Wir dürfen aber auch was erwarten. Du darfst sagen, Vater, ich habe dir gedient in diese 3 Jahre. Vater, zeig mir. Ich empfange meine Belohnung. 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 Und du stehst dafür und bevor du weißt, da kommen Dinge. Es ist so. Gott belohnt. Gott hat es rausgesprochen. Aber es gibt einen Satan, der das hindern will. So, du musst stehen und sagen, nein, Krankheit ist nicht mein Anteil. Warum? Ich bin ein Diener Gottes. Aber alle andere Leute sind doch krank. Ich rede nicht von denen, ich rede von mir. Ich bin ein Diener Gottes. So, Krankheit gehört mir nicht. Aber ich kenne den Pastor, er ist krank. Ich kenne den Pastor nicht, ich kenne nur mich. Ich diene Gott. Aber weil wir nicht wissen, was uns zusteht, darum erlauben wir viele Dinge. So, ich will uns bitten. Die nächsten Wochen werden wir gucken, weil die Bibel sagt, wer mir dient, folgt mir. Wie kann ich gut dienen? In Timotheus steht es, wenn sie ihre Arbeit gut tun. So, dienen und dienen ist nicht immer gleich. Wie kann ich gut dienen? So dass aber es gibt eine Belohnung, wenn wir dienen. So, unser Gebet soll sein, Gott, mach mich ein wahrer Diener. Mach mich zu einem wahren Diener. Ich will dich gut dienen. Ich will meine Belohnung nicht verlieren. Manchmal werden Leute gefeuert, weil sie ihre Arbeit nicht gut machen. Ihr kennt meine Geschichte. Als ich neu eingestellt wurde, man war dabei, mich zu feuern, weil ich habe nur Dinge kaputt gemacht. Wo man Benzin reingießt, ich habe diese reingegossen. Der Chef sagt mir, Pascal, du bist ein Minus für uns. Minus. Aber der Gott Abrahams, sie haben gesagt, wir geben dir noch eine Chance. Und heute bin ich ein Plus geworden. Ist das nicht wunderbar? Wir wollen keine Minus sein für Gott im Dienst. Wir wollen Plus sein. Wenn denn die Plus bekommen Belohnung. Die Bäume, ah, dieser Baum bringt keine Früchte. Abhauen. Steht das im Evangelium? Aber dieser Baum bringt Früchte. Schön machen. So, Belohnung ist für gut Arbeit tun. Das ist eine andere Stufe. Da werden wir beschäftigen. Aber freu dich erstmal, es gibt Belohnung. Vater, im Jesu Namen, wir wollen dir danken, weil du der Gott bist, der belohnt. Wir wollen dich loben, weil du, der uns berufen hast, du wirst es in uns vollenden. Denn treu ist er, der uns gerufen hat, der es auch tun wird. Darum beten wir, Papa, wir wollen unsere Belohnungen nicht verpassen. Hilf uns, dass wir Menschen werden, die mit Erwartung dienen. Und wenn Schwierigkeiten kommen, dass wir aufstehen und unsere Rechte bekennen, gemäß seines Wortes. Vater, wir danken dir. Jesus, wir loben dich. Jesus, wir preisen dich. Danke, weil durch unseren Dienst wirst du Menschen zum Glauben führen. Und du wirst unser Leben verändern zu deiner Ehre. Im Namen Jesu von Nazareth. Amen. Amen. Halleluja.